Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde hier auf YouTube. Ich lege mal eben die Pfeife an die Seite. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich möchte euch gerne zeigen, wie ich meinen Tabak feucht halte. Und mal eben darauf zurück. Ach ja, das ist der kleine Meckerkopf, den ihr öfter mal in den Videos hört. Das ist, wenn meine Katze nicht da ist, also ich habe zwei, dann macht er immer einen tierischen Theater. Naja gut, muss ich durch. So, darauf zurück, wie ich meinen Tabak feuchte. Und zwar, wie ihr ja wisst, halte ich meinen Tabak in diesen Dosen. Diese Eimer, wo er. Dort diese -L-Joghurt-Dosen. Passt mal eine Unmenge rein. Drin ist diesmal der Stanwell Classic. Ich habe ihn jetzt schon eine Zeit in der normalen, in der klassischen Dose gehabt. Und er ist dann ziemlich trocken geworden. Ich habe ihn ehrlich gesagt vergessen, um zu packen. Man verzeihe mir diesen Fehler. Und er ist ziemlich, man sieht auch schon, ziemlich trocken geworden. So, da ich ja schon mal erwähnte, ich komme mit diesen Dingern, diese kleinen Humidore, ich versuche mal, ja, so ist besser, da komme ich nicht mit zurecht. Also ich könnte in diesen Eimer davon vielleicht 10 Stück reinhauen, damit er feucht wird. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Klappt einfach nicht. Ich habe auf jeden Fall bei dem Pfeifenhändler meines Vertrauens einen Tipp bekommen, den ich mal beherzigt habe, ausprobiert habe und mittlerweile nur noch so mache. Es ist kostengünstig, der Tabak wird super feucht und drittens, man kriegt ihn dadurch auch schneller feucht. Das heißt, man kann wirklich mal den Tabak schneller rauchen. Also ist nichts für die lange Dauer, man einfach nach einem Tag wieder rausholen. So. Alles an eins ist acht. Das Einzige, was man braucht, ist ein handelsüblicher Kaffeefilter. Da ist jetzt schon ein bisschen Wassertropfen drauf. So, ein handelsüblicher Kaffeefilter. Und ich nehme mir dazu immer destilliertes Wasser. Das schon mal vorbereitet in der Schale. So, man macht nichts anderes, außer diesen Kaffeefilter. Ich habe den mal vorgeknickt. Einfach ein bisschen falsch rum zusammenzufalten, dass es so einen Fächer gibt. So. Und wenn es geht, eine kleine Ziehharmonika reinfalten. Den Grund, warum genau deswegen, weiß ich noch nicht. Aber ich habe da so eine leichte Erklärung für, aber ich weiß noch nicht, ob es klappt. Es könnte sein, dass dann der Tabak da nicht pappen bleibt. Weil man sieht, stellt er sich dann später so auf. Man kann es natürlich auch kleiner machen, desto kleiner die Dose, kann man ihn natürlich auch halbieren, also einen halben Pfeifenreiniger nur nehmen. So, jetzt macht man nichts anderes, ich versuche euch mal zu kippen, ob das geht. Ich muss mal ausprobieren. So, da haben wir die Schale Wasser. Ich habe leider keinen Schreibtisch, ich mache es am Wohnzimmertisch. So, nichts anderes außer einlegen. Wie man sieht, er saugt sich sofort voll. Das ist alles dazu. Ich gebe mal eben wieder zurück, sonst ist es mit einer Hand, das kann ich nicht. So, nichts anderes, aus den reinzulegen, bis er sich vollgesogen hat. Und dann gut, jetzt kann ich es so zeigen, einfach gut ausdrücken. Die schön ausdrücken, dass das Wasser richtig raustropft, dass er nur noch feucht ist. So, die ganze Geschichte dürfte dann so aussehen. Wie man sieht, ist er direkt einiges dunkler geworden. Und natürlich feucht. So, jetzt tut man nichts anderes, außer dieses kleine Paketchen. Rein. Deckel drauf. Schön zudrücken. Luft raus. Und einfach an die Seite stellen und ein paar Stunden zu warten.
Ich würde vorschlagen, meistens einen Tag, also so grob 12 bis 24 Stunden, je nachdem. Und kann euch das nur mal empfehlen, auszuprobieren. Es ist für sehr trockene Tabake echt zu empfehlen. Und für Tabake, die nur leicht angefeuchtet sind, würde ich nur ein, zwei, maximal 3 Stunden. Dann ist das Thema nämlich schon erledigt. Und ich wurde nachgefragt, was mir noch gerade einfällt. Ich wurde nachgefragt, da ging es um den hier. Mein Pfeifenstopfer. Der Marke Eigenbau. Wie man sieht, nichts Besonderes. Oh, da geht das Telefon. So, da bin ich wieder. War ein wichtiger Anruf. So, es ging halt um den einfachen Pfeifenstopfer hier, den ich aus VA-Stahl selber gemacht habe. Ich werde gucken, dass ich noch Material habe. Und wer dann Interesse hat, dem schicke ich den gerne zu. Das ist gar kein Problem. Den kann ich bei mir wunderbar in der Drehbank reinsetzen. Also es klappt schon. Und ist super, bleibt schön kühl. Ja, was ich euch noch zeigen wollte, ist, ich habe meine Pfeifensammlung mittlerweile echt schon ausweiten können innerhalb von diesen paar Wochen. Und zwar auf mittlerweile 16 Pfeifen. Werde ich euch gleich am Anschluss in einer kleinen Dia-Show mal eben zeigen. Und ich werde jetzt noch die Tage hingehen und mir einen Pfeifenständer bauen. Aus Holz natürlich. Den werde ich euch dann auch präsentieren. Dementsprechend werde ich dann auch in die Werkstatt gehen und die zwei neuen Pfeifen, wie ich ja schon im letzten Video zeigte, werde ich die beiden Pfeifen dann auch aufarbeiten. Sollte das nicht funktionieren und ich kriege das nicht hier mit dem Aufarbeiten, weiß ich ja, an wem ich es zu schicken habe. Da gibt es unseren Aufbereitungsguru für. Schöne Grüße dahin. Ich glaube, ihr wisst alle, wer gemeint ist. So, dann mal eben zur Dia-Show. Und dann sage ich mal noch einen schönen Tag und macht's gut.